zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, heute haben wir hier Besuch von Suru Smashers. Und zwar habe ich hier ja den Mega Jurassic Light Up Dino. Ist ein Riesenei, hat sowas um die 28 cm in der Höhe und hat hier über 25 Überraschungen im Innern. Ja, und ich bin extrem gespannt. Ist natürlich auch wieder ein Dino zum Zusammenbauen drin. Welcher Dino? Keine Ahnung. Wir schauen es uns an. Oben guckt ein Knochen raus. Den können wir reindrücken. Er hat so eine Try-Me-Funktion. Und da hören wir schon ein paar Töne. Und das Ganze leuchtet auch. Und ja, Light Up. Bin gespannt, ob der Dino selbst einen Leuchteffekt hat. Oder ob es vielleicht ein Glow-in-the-Dark oder sowas ist. Aber ich denke mal, wäre es Glow-in-the-Dark, wird es auch draufstehen. Light Up, denke ich mal. Jo, wir haben hier schon LED-Licht im Dino auch noch verbaut. Ich bin sehr gespannt. Ja, vielleicht wird da auch wieder der Knochen, der herausguckt, im Dino verbaut. Das werden wir sehen. Jo, ich würde sagen, lasst uns das Ei hier mal aus der Nähe anschauen. Dann geht es hier ans Unboxing. Und ich bin extrem gespannt, was wir hier aus diesem Ei rausholen. Na dann, viel Spaß mit diesem Video. Ja, wenn ihr schon ein paar von diesen Eiern hier ausgepackt habt, dann wisst ihr natürlich Bescheid. Diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, ja, die können sich hier überraschen lassen, genauso wie ich. Ich hatte schon ähnliche Geschichten, aber dieses Ei speziell hatte ich noch nicht. Ja, interessant an diesem Ei ist, dass man hier teilweise reingucken kann. Ihr seht es so ein bisschen aufgesplittert, aufgerissen. Soll natürlich so aussehen, wie wenn hier gleich irgendwie was schlüpfen würde. Ist interessant. Dieses Ei ist grün und hat hier so ein, ja, transparenten Knochen, der hier rausguckt, und sobald ich reindrücke, hört er auch Geräusche, die sind allerdings sehr leise, darum halte ich es mal recht nah vor die Kamera. Dann seht ihr zumindest die Lichter und hört ein bisschen was, und es geht auch ordentlich lang. Also ich drücke mal und... Also, ihr seht, wir haben hier so einen RGB-Farbwechsel drin und es ist eigentlich immer das gleiche Geräusch. Ist immer das gleiche Geräusch. Also jetzt nicht wirklich unbedingt abwechslungsreich und spektakulär. Und es ist, wie ich finde, recht leise. Ja? Also hier die Splitter in dem Ei, die man hier sehen kann. Dann hier auch noch ein paar versteinerte Knochen im Ei, was ja auch schon recht erstaunlich ist. Ja? Aber ich glaube, damit man mehr sehen kann, müssen wir hier die Folie wegmachen. Also ihr seht schon hier vorne drauf, Suru Smashers Mega Jurassic Light Up Dino. Über 25 Überraschungen enthalten. Light Up, also sprich ich leuchte und brülle, das haben wir ja schon gehört. Hier steht sogar 26 Pieces, also sind 26 Überraschungen drin. Dann hier, drück und teste mich, haben wir auch schon gemacht. Ja, hier seht ihr einen Spinosaurus, sieht klasse aus, hat hier Zapper am Maul, weit aufgerissen, die Zunge guckt raus. Hier kann man das Segel erkennen. Auf dieser Seite soll wohl ein T-Rex sein. Wobei der hier Stacheln auf dem Buckel hat, ja. Irgendwie irgend sowas in der Art. Ab 3 plus, also nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. So, dann hier, wir haben entweder diesen Spinosaurus drin, wo der Rückenkamm leuchtet. Würde mir megamäßig gefallen. Oder halt diesen T-Rex, ja. Sind beide cool. Also von dem her, mir ist es wurscht. Ich bin sehr gespannt, was wir hier rausholen. Was steht hier? Die größte Dino-Überraschung seit der Eiszeit. Das Suru Smashers epische Dino-Ei enthält mehr als 25 Dino-tastische Überraschungen zum Entdecken, Zerschmettern, Sprudeln lassen, im leuchtenden Sandgraben und den ultimativen Smashosaurier zusammenbauen. Also ich hoffe, dass da keine solche Versteinerungen drin sind. Wisst ihr, was ich meine? So ein Gips, wo du dann die Knochen rausklopfen musst, da bin ich kein Fan von. Ja, solange Slime ist oder irgendwas, ist kein Problem. Alles andere, nee. Also wir haben hier einmal Smash, zerschmettern, dann hier zusammenbauen, dann hier Slime, richtig. Dann haben wir hier entdecken und was haben wir hier? Das sieht auch klasse aus, guckt euch das an. Ziehen und hier sprudeln lassen. Okay, ja komm, hier steht auch enthält. Was haben wir alles drin? Ist in allen möglichen Sprachen. Also, wir haben hier ein episches Dino-Ei, haben wir schon gelesen. Dann ein Meteoritenbeutel, eine Ruppelkarte, im Dunkeln leuchtende Aufkleber, Schleim,
Was? Sprudelnder Vulkan, farbwechselnder Sand, oh, interessant. Dehnbarer Schaum, Mini-Smash-Eier, eine Überraschungsfigur oder Überraschungsfigurin, dann Zusammenbauhelfer, der Smashosaurier, eine DNA-Röhre, eine Anleitung und eine Sammlerübersicht. Alles klar, das finden wir hier alles drin. Ich denke mal, oder ja, ich hoffe mal, dass Batterien dabei sind. Ansonsten werdet ihr es hier erfahren. Und wenn Batterien, hoffe ich halt immer die normalen Batterien und nicht diese Knopfzellen. Die sind immer ein bisschen ätzend. Ah, nee, hier, komm, ja. Sind inklusive, hier steht's, inklusive Batterien und sind die kleinen Knopfzellen. Ich hasse die Dinger. Es ist nicht meine Welt. So, hier an der Seite können wir es aufreißen. Mal schauen, ob das gut geht. Ja, ich schneid's mal auf hier. Komm, so geht's doch besser, ne? Warum Stress machen, wenn's auch einfach geht? Also hier, klasse, Smashers mit einem riesen Dino-Schädel. Sehr gut, sehr gut. Überall Knochen, hier guckt ein Fuß raus. Dann hier Gesteinsbrocken, schön 3D gestaltet. Hier ist so ein Slime-Tropfen und hier auch nochmal Smashers. Alles klar. Ja, dann lasst uns das Ganze hier mal öffnen. Oder muss ich tatsächlich schon smashen? Muss ich auf den Tisch hauen? Ich glaube, ich muss auf den Tisch hauen. Das sieht aus, wie wenn es so ein Smash-Teil wäre. Also gut, komm, dann mache ich das ja mal. Ich hau das Ding auf den Tisch und jetzt ist es auseinander. Alles klar, du liebe Zeit. Und die Teile könnt ihr natürlich dann alle wieder zusammenstecken. Ja, da macht er also nichts kaputt. Es ist gemacht zum Smashen. Und das Schöne ist, dass ihr auch die kleinen Eier immer wieder zusammenbauen könnt. Also das ist überhaupt kein Problem. Okay, darum. So, dann haben wir hier einen großen Beutel drin und hier haben wir auch noch ein paar Sachen. Ja, dann haben wir beide Hälften leer. Ich gehe mal davon aus, dass wir das Teil hier rausmachen müssen und mit an den Dino dran. Gehe ich mal, steig davon aus. Okay, dann, bevor wir an den Beutel gehen, haben wir hier, das hier sind Stickers, nehme ich mal an. Glow-in-the-dark Stickers. Da bin ich doch jetzt gleich mal gespannt, wie gut die leuchten. Pass auf, ich mache mal die Lichter hier aus. Sieht man da schon was? Hier? Oh nee, also ich sehe gar nichts. Aber ich habe meine UV-Lampe da. Achtung, und? So, ich leuchte mal an. Hier haben wir einen Schädel. Mal gucken, ob es im Dunkeln leuchtet. Zack, ja, leuchtet. Sehr gut. Dann daneben einen T-Rex-Schädel mit Schleim am Maul. Und zack, der leuchtet auch. Geil. Dann hier ein Moskito im Bernstein. Auch cool. Zack, leuchtet. Was haben wir hier? Warning. Dinosaur Zone leuchtet auch daneben. Ja, irgendein Vieh, was gerade aus dem Ei hier bricht, leuchtet. Und dann haben wir hier noch ein Dino im aufgerissenen Maul, leuchtet auch. Geil, also die leuchten sehr gut. Und die leuchten vor allem besser, als ihr es hier auf meiner Kamera seht. Also, das ist schon mal sehr cool. 6 Glow-in-the-Dark Stickers. Dann haben wir hier schätzungsweise die Zusammenbauanleitung. Ich gucke es mir einfach mal an. Oh, das sind sogar zwei Sachen. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir How to Rebuild the Smash Egg. Ja, Leute, die Suru-Smash-Geschichten sammeln, die wissen natürlich, wie es geht. Ne? Sind immer so kleine Sammelfiguren drin und die Eier kann man wieder zusammen machen und wieder smashen. Hier, mega. Guckt euch die Zeichnungen an. Lauter Zombie-Dinos. Großartig. So, dann haben wir hier ein Collector's Guide. Hier seht ihr, was es in dieser Serie alles zum Sammeln gibt. Ich halte es einfach mal kurz in die Kamera. Wenn es euch zu schnell geht, dann haltet einfach kurz das Video an. Dann könnt ihr es euch in aller Ruhe anschauen, durchlesen. Und wisst Bescheid. Der Fire Ox. Bin mal gespannt, was ich hier raushole. Also, das ist mit dabei. Dann, was haben wir hier? Das ist ein großer Plan. Dann lasst uns hier mal drauf schauen. Ah ja, das ist wieder so eine Karte, eine Rubbelkarte. Hier seht ihr so Rubbelfelder, die man frei rubbeln kann. Ja, und ja, das geleitet uns durchs Ei, durch den Inhalt, was wir machen müssen. Was haben wir auf der Rückseite noch drauf? Die Bauanleitung für den Dino. Also, dann haben wir hier den schwarzen T-Rex drin, oder was? Ja, wie es ausschaut, ne? Das sind die ganzen Einzelteile. Das heißt, dann habe ich mich hier schon gespoilert, was wir drin haben. Und wie ich mir dachte, dieses Teil, was im Knochen drin steckt, wo wir schon haben ausprobieren können, das kommt dann
entsprechend in den Dino rein, damit da irgendwie was leuchtet. Ne? Seht ihr das? Hier kommt es in den Körper rein, damit der auch leuchtet. Okay? Bewege den Schwanz des T-Rex, damit der Dino leuchtet. Gut, also, dann geht's hier auf der Karte los. Rubbelkarte, hier, was steht hier? Was passiert, wenn du den Dino-Schwanz bewegst? Ja, er leuchtet, ne? Das wissen wir ja. Soll ich's mal frei rubbeln? Komm, ich rubbel's frei. Ich nehme hier kurz die Schere. Man kann es auch mit dem Finger machen, aber das hast du dann unterm Fingernagel, ne? Auch nicht so Welle Wahnsinn. So, hier erscheint ein kleines Bild. Und was kommt hier? Ah, also, das ist die erste Tüte, die wir dann auspacken müssen mit dem Dino-Schwänzchen. Okay, also, ja, dann haben wir hier die große Tüte, wo alle kleinen Tüten drin sind. Hier Surus Meshers und ja, sieht aus wie so ein Lavaball, ne? Seht ihr das? Klasse gemacht. Also sie lassen sich ja wirklich was einfallen. Das sieht klasse aus, Mann. Wie so eine Lavakugel, die hier alles vernichtet. Boah, guckst du an, hier liegt ein Dino-Skelett. Erschlagen von Slime und Feuer. Boah, Junge, das ist ja heftig. Und hier, was ist das? Ist das zum Öffnen? Soll ich hier ziehen, damit es aufgeht, oder was? Das Schere not include. Oh, ich möchte es gar nicht so derbe aufreißen, aber muss man. Man muss es tatsächlich hier aufreißen. Mann, schade drum. Toller Beutel, muss ich wirklich sagen. Sieht klasse aus. Naja gut, dann mache ich das ganz einfach. Geht es? Ja, ja, ja. Hier kann ich rüberreißen. Und das Ding ist geöffnet. Guckt mal, hier ist alles Mögliche drin. Hier sind die kleinen Eier zum Smashen drin und entsprechend die ganzen einzelnen Tüten. Jetzt brauchen wir die Tüte mit dem Dino-Schwanz drauf. Ich tue die Eier mal alle raus. Also 4 grüne Eier sehe ich hier auf Anhieb. Die sind nochmal extra mit Folie umzogen. Yes, das Gott, wir wollten doch die Welt retten, oder? War es nicht so? Ich tue die Eier mal auf die Seite. Dann haben wir hier die ganzen Tüten drin. Ich hole es mal raus. Okay, ach du liebe Zeit. Schaut mal, hier ist auch so ein Blubbervulkan mit drin. Ist ja der Hammer. Fizzing Lava. Hier steht es nicht in Deutsch drauf, ne? Ja, hier müssen wir Wasser reinmachen und dann fängt es an zu blubbern. Und hier haben wir einen Dino-Arm drin. Okay, das kommt später dran. Dann dieses Teil ist, um die Eier wieder zusammenzubauen, was wir gesmashed haben. Hat einen Farbverlauf, gelb in grün. Das ist ja cool. Das habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen. So, dann haben wir hier den ersten Beutel. Den hier brauchen wir, oder? Ist das nicht der? Hier, Dino-Schwänzchen. Ja, das ist der. Komm, die anderen tue ich mal auf die Seite. Lassen wir uns überraschen, wie die noch aussehen. So, machen wir es ein bisschen spannend. Oh, da ist auch ein schwerer Beutel mit dabei. Also als erstes brauchen wir das. Ein Sand, der die Farbe ändert. So, hier sind auch so Einreißecken. Ja, dann reiße ich hier mal ein. Geht es? Ja. Und da ist so ein Wiederverschlussteil drin. Okay. Gibt es eine Riesensauerei? Das gibt eine Riesensauerei. Aber hier haben wir schon den Schwanz. Hier habe ich schon das Schwänzchen. Okay. Ja, das ist er. Ja, komm, komm. Ich leere es mal hier auf den Tisch. Ach, du liebe Zeit. Hauptsache Sauerei, ne? Hauptsache Sauerei immer. So, und dieser Sand wechselt die Farbe, oder was? Wird der heller, oder was? Ich kann es euch gar nicht sagen. Wartet mal, das ist ein sehr, sehr, sehr feiner Sand. Kinetik-Sand natürlich, selbstverständlich, ist ja klar. Und wie soll der jetzt die Farbe wechseln? Ich habe keine Ahnung. Leuchtet der im Dunkeln? Moment. Ich halte mal die UV-Lampe drauf. Nö, leuchtet nicht im Dunkeln. Okay. Licht wieder an. Ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn man es anfasst, wenn der warm wird, der Sand, ändert der die Farbe oder was? Ich kann es ja nicht sagen. Ich quetsche es mal zwischen meine Finger hier. Ändert sich was? Also ich sehe es nicht. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Ist mir auch relativ wurscht, ja. Könnt ihr ja bei euch ausprobieren, ob sich da irgendwas tut. Hauptsache, ich habe jetzt hier mal mein Dino-Schwänzchen, ja. Den muss ich hier auch noch sauber machen. Und den schauen wir uns gleich noch ein bisschen aus der Nähe an.
ist aus einem harten Gummi, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ich mache den Sand hier mal wieder weg. Also, wenn von euch irgendjemand weiß, wie, warum, wieso, weshalb dieser Sand die Farbe wechselt, dann schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare, okay? Also, das hier ist ein extrem kurzes Schwänzchen, ziemlich faltiges Schwänzchen, ist auch nicht schwarz, sondern ist grau. Ja, wird hier irgendwie schräg angesteckt, wie es aussieht. Und die Schwanzspitze ist hier ziemlich feurig in Orange bemalt. Ne? So sieht das Ganze aus und das ist nicht wirklich lang. Wo habe ich meinen Rupimeter? Hier habe ich ihn. Das Ding ist gerade mal 7,5 cm lang. Mehr ist es nicht, ne? Also, das hier das erste Teil. Dann müssen wir hier weitermachen mit der Nummer 2. Hast du Angst vor der Lava? Nö. Also lass uns gleich mal hier rubbeln. Was kommt als nächstes? Hier habe ich wieder eine Tüte. Okay. Und die schaut so aus. Das ist eine Krallenhand. Hier haben wir die auch abgebildet. Also, wo ist die Tüte? Mit der Krallenhand ist es die hier. Ja, das ist sie. Und hier ist Slime drin. Oh. Ja, oh Gott. Jetzt müssen wir ja mit Slime rumfingern. Als Kind bin ich drauf abgefahren. Heute nervt es nur noch. Es ist so. Wartet mal, wenn ihr im Rupi-Alter seid, vielleicht geht's euch ähnlich, ne? Ich meine, Slime ist immer geil, ja? Ist immer cool. Da kannst du immer Spaß mit haben. Aber wenn halt dann irgendwie was drin ist, was du brauchst zum Zusammenbauen, oh yeah, ja, boah, es geht schon los, ne? Aber hier kommt mir schon ein Fuß entgegen, ja, ihr seht. Ja, es sind zwei Beine drin. Okay, also ich hol die mal beide hier raus. Das leere ich jetzt nicht auf meinen Tisch, bin nicht wahnsinnig. Und ihr seht, da ist ordentlich Slime dran, ne? Riecht er wenigstens gut? Ja, der riecht nett nach Slime, ne? Schön schleimig, grün, so wie es sein muss. Das ist absolut okay. Ich krabbel's hier mal weg. So, das Bein kann leider nicht stehen. Das hier kann auch nicht stehen. Oder? Kann es stehen? Doch, es steht. Und das hier ist der Slime. Zum Glück bleibt der einigermaßen hier zusammen. Ne? Schöner Slime, klasse, fühlt sich gut an, ist aber ziemlich, ja, ist so ein bisschen schmieriger Slime. Ne? Ihr seht schon, bleibt überall hängen. Und wenn du drauf tupfst, geht es auch nicht weg. Das ist so, weiß ich nicht. Also der Slime in meiner Kindheit, ich weiß nicht, der hatte irgendwie mehr drauf als dieser neue Slime. Warum, wieso, weshalb, ich kann es euch nicht sagen, aber der hatte irgendwie mehr drauf. Du hattest keine solche verschmierten Finger, wo dann irgendwelche Reste drauf blieben. Ja? Der alte Slime hat dir wirklich alles von den Fingern runtergezogen. Von dem her. Ja, sonst ist hier nichts drin. Dann kann ich den hier auch wieder zurückfüllen. Also hier keine Schleimhand, sondern Beine drin, welche ich hier mal ganz schnell säubern werde. Ist natürlich großartig, wenn, ne, wir retten die Welt, wenn sich der Slime hier drin festsetzt. Das ist ganz toll, Suro. Ganz, ganz, ganz toll. Nicht, ne? Junge, was für eine Schleimscheiße. Super leid, ja. Also, das hier sind die Beine. Ebenfalls grau, hier mit Dornen an der Seite dran. Die Haut ist klasse gemacht, also super schön faltig, kräftiger Waden, wie man hier sehen kann. Und die Beine richtig schön dick mit Schuppen überzogen. Und die Krallen, ne, ihr seht, es ist hohl, ist ein hohler Zahn. Aber hier die Krallen schön kräftig gearbeitet. Super. Eine Innenklaue hat man dem hier nicht spendiert. Hier das andere Bein. Also von der Skulptur her ist es klasse. Ne? Hier steckt ein Pfeil drin. Seht ihr das? So ein verbogener Pfeil. Hier ist noch ein bisschen Slime dran. Und hier ist ein Slimefetzen. Also das würde übrigens auch gut aussehen, wenn man die repainten würde. Ebenfalls in krassen Neonfarben. Lohnt sich. Hier ist auch so eine Fleischwunde drin. Ja, also ist schon originell gemacht, das Ganze. Von dem her finde ich es klasse. Ob man das Ganze noch extra in Slime packen muss, ich weiß, Kids haben da ihren Spaß dran. Überhaupt kein Thema. Soll ja auch beschäftigen und Spaß machen. Das ist schon absolut okay. Auch ich mag eigentlich Slime, aber nicht diesen schmierigen. Ja, ich sag's nochmal, in meiner Jugend, meiner Kindheit war Slime ein bisschen anders. Ich finde, der war besser und er hat auch besser gerochen.
Ja, und nicht wundern, wenn ich hier immer noch Slime-Krümel zwischen den Fingern habe, ne? Gut, alles klar, dann haben wir die Beine und das Schwänzchen. Dann brauchen wir hier wieder unsere Karte und gehen hier zur Nummer 3. Immer dem Vulkan nach. Komm, wir müssen hier wieder rubbeln. Welche Tüte oder was brauchen wir hier? Rubbel, 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 puppel. So, jetzt ist hier unser Vulkan dran. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bin ich gespannt. So, das Ding hier ist ja auch nochmal extra verpackt. Hier ist irgendwie ein rotes Pulver drin. Ja, ich pack's mal vorsichtig aus. Dann muss hier auf jeden Fall Wasser drauf, 160 Milliliter. Und dann fängt das Ganze hier an zu schäumen. Gut, also ich pack das hier mal kurz aus. Hier kann ich das so aufreißen. Brauche ich hier, ja. Ein bisschen einritzen und dann hier öffnen. Hier oben klebt ein bisschen Puder dran. Okay, dann müssen wir das hier oben abziehen und da ist irgendwie so ein Pulver drin. Ich ziehe es mal vorsichtig ab, ne? Oder? Komm, lasst uns hier noch einen Blick drauf werfen. Ihr seht, ist schön vulkanmäßig gestaltet, ist grün anstatt rot mit grau oder so irgendwie oder schwarz. Hier sieht man auch eine Dino-Fußspur, hier liegen irgendwelche Knochen in der Gegend rum, hier auch nochmal ein Skelett, Urzeit-Meereswesen, hier Ammonit und ja, diverse Geschichten. Also ist auch nett gemacht. Wen es interessiert, das Teil hier hat eine Höhe von ja, nicht ganz 6 cm und eine Breite von 8,5, würde ich mal sagen. Ne? Das ist hier dieses Blatt Papier, was dabei war. Ja, ich ziehe das jetzt mal ab und dann werde ich hier Wasser holen. Und dann schauen wir mal, wie gut das Ding hier sprudelt. Oh Gott, ist da überhaupt was drin? Ah, hier. Oh Gott, hier klebt alles auf der Seite. Hier klebt alles und hier stecken die Ärmchen drin. Okay. Also 160 Milliliter Wasser. Ja, ich hole mal ein Schälchen, wo wir das reinstellen und dann schauen wir mal, ob das tatsächlich so blubbert, ne? Also es ist irgendwie so rotes, zusammengeklebtes Pulverzeug, ne? Gibt auch eine richtige Sauerei. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Aber gut, komm. So, ich habe hier ein Untertellerchen. Ich habe hier Wasser. Moment. Und hier stelle ich jetzt mal das Ding rein. Ich hoffe, es spritzt nicht so dermaßen, dass hier alles versaut ist und ja, ich leere hier jetzt mal, was haben Sie gesagt? Ja, 160 Milliliter. Ich hau hier einfach mal rein und dann, warte mal, ich hole es mal ein bisschen näher her und dann werden wir schauen, was passiert, oder? Also komm, hier, Wassermarsch und jetzt kann es hier loslegen, wenn sich hier tatsächlich irgendwas tut, ja? Also, hier, komm. Also es fängt hier irgendwie ganz leicht an zu blubbern, wie man vielleicht sieht. Aber nach Vulkan schaut das jetzt noch nicht wirklich aus. Ja? Also so wie sie es hier dargestellt haben, das ist was weiß ich, wie überschäumt. Vielleicht kommt es ja noch. Mal gucken. Also es blubbert hier ganz verlegen. Ich lasse jetzt einfach mal laufen. Und wir werden sehen, ob sich hier irgendwas tut. Ja, also viel Spaß beim Gucken. Tja, das ist nicht ganz so prickelnd. Ihr seht es ja ein bisschen blubbern, aber mehr tut sich hier auch nicht, ne? Ich leuchte ja mal mit der Lampe rein. Ihr seht, es sprudelt ein bisschen. Aber das war dann auch schon alles. Also es sprudelt tatsächlich bis zu meiner Lampe hoch. Aber so richtig Schaum oder sowas, also das ist ja dann wohl eher. Naja. Das ist enttäuschend, Suru. Das ist echt enttäuschend. Es sprudelt ein bisschen, ja, das tut's tatsächlich. Aber das ist weit weg von spektakulär. Oder der Abbildung, wie ihr es hier dargestellt habt, ja. Ja, also weiß ich nicht. Bei meinem Opa, Correga Taps, war da mehr im Glas los. Ganz ehrlich. Ja? Ganz ehrlich. Das ist schon.
Ja, ich glaube, ich schlafe jetzt ein bisschen. Würdet ihr mich einfach wecken, wenn's rum ist, wenn die Dinger da frei sind? Und ja, also ich glaube nicht, dass sich hier noch großartig irgendwas tut. Ja, ich glaube, ich. Was? War was? Habe ich irgendwas verpasst oder so? Nee, ne? Nee, ne? Ja, ja, nee. Es sprudelt halt immer noch ein bisschen vor sich her. Also das ist, glaube ich, die langweiligste Plörre, die ich jemals gesehen habe. Also tut mir leid, das ist ein Fail. Das ist ein Fail. Wenn ich hier ein bisschen drin rumrühre, hier, Schraubenzieher, nö, das ist eine richtig feste Masse hier. Wow, das ist eine richtig feste Masse, wo die Beine, die Ärmchen hier fest sind, aber das ist ja ultra lasch. Da kriegst du ja niemand hinterm Ofen vor. Muss ich jetzt echt warten, bis sich der Scheiß hier aufgelöst hat? Ach du liebe Zeit, also das ist ein Fail. Tut mir leid, ich sag hier einfach mal Fail dazu. Komm, wisst ihr was, ich stell's mal auf die Seite und lass es weiter sprudeln und wir machen hier mal weiter, ja. Also das ist leider gähn, ne? Also wenn sich hier irgendwas tut, steht hier neben mir, dann zerr ich's ins Bild, ne? Also hier, komm, Station 4. Du bist auf dem richtigen Weg, ne? Dann lasst uns hier mal frei rubbeln. Was kommt hier als nächstes? Rubbel die Katz. Und hier haben wir ein weiteres Bildchen. Was ist das? Das ist der Dino-Kopf. Aha, okay, dann habe ich hier diese Tüte, ja, das hier, Stretchy Form, der Dino gefällt mir hier super gut. Also komm, wir lassen uns hier mal reinschauen, was wir hier Stretchiges drin finden. Die Plörre plört vor sich hin. Ah, hier haben wir diese kleinen Böppelchen, ja, die sind nett. Die sind nett. Das kann ich hier komplett rausholen. Ja, okay. Okay. Die Hälfte ist doch in der Tüte drin. So, das ist das. Das war's auch schon. Das sind so kleine Kügelchen, die hier so aneinander kleben. Kann man schön auseinanderreißen. Sieht klasse aus. Also das ist Chemieunterricht pur. Ja, finde ich gut. Finde ich cool. Hier steckt auch noch ein bisschen was in seinem Maul. Aber man kriegt es ja wunderbar ab. Das ist schön, das gefällt mir. Ne? Und wenn da noch hier so ein, zwei Kügelchen dran sind, ist es nicht schlimm. Das kriegst du tatsächlich hier mit weg. So, wunderbar. Also, dann haben wir hier schon unseren Dino-Kopf. Mit dem hier könnt ihr halt kneten, quetschen, flach machen oder auseinanderreißen. Ich zeige es nochmal, sieht klasse aus. Gefällt mir immer gut. Ist auch, ja, witzig. Wenn ihr damit was anfangen könnt, ja, dann habt ihr das hier auch mit in diesem Set drin. Ja, okay. Dann haben wir hier auf jeden Fall den Kopf. Und die Plörre plört vor sich hin, aber es ist wirklich nichts, dass sich hier irgendwie was spektakulär aufschäumen würde oder so. Nee. Also ist auch grau, das Maul ist geöffnet, kein Gelenk, ihr könnt den Kiefer nicht bewegen. Die Zähnchen haben sie hier in so einer Cremefarbe bemalt, schön einzeln. Die Zunge hängt hier auch seitlich raus. Also das schreit eigentlich schon echt nach einem Repaint, Mann. Da kannst du noch einiges rausholen, ja. Das ist schon schade, dass sie da nicht mehr bemalt haben, ganz ehrlich. Hier ist ein riesen Schleimklecks drauf mit Maden in der Mitte, seht ihr das? Dann hier ist ein Pflaster drauf, dann seitlich auch so eingerissene Haut, hier überall der grüne Schmierschmutz noch. Also die Augen riesengroß und weiß mit einer schwarzen Pupille, hier hockt eine Fliege drauf, neben einem kleinen Fliegenschiss. Hier läuft Rotz aus der Nase, hier auch grüner Schleim, grüner Sapper ums Maul herum. Unten haben sie leider nicht bemalt. Warte mal, hier ist auch noch die grüne Plörre dran. So, jetzt geht's. Ah, das geht sehr gut weg. Mit dem Ding geht es sehr gut weg. Super.
Ja, schade, dass sie noch oben grün bemalt haben, nicht auch hier unten, hier ist ja auch noch Schleim. Haut zwischen Ober- und Unterkiefer haben sie auch nicht bemalt, dafür ist hier ziemlich hohl, das heißt, ihr könnt ihm auch ein Beutetier oder einen Knochen ins Maul geben, von dem her finde ich okay. Dann hier die Haut ist wieder klasse gearbeitet, ein paar Osteoderme, Rückenstacheln, die hier rausgucken. Ja, der ist cool, der ist richtig cool, auch wieder alles hohl gegossen, wir retten die Welt, Jubel, Jubel, Freu, Freu. Okay, also wir haben den Kopf. Wir haben die Arme, zumindest wenn es ja mal fertig geblubbert hat, und die Beine und das Schwänzchen. Jetzt fehlt natürlich noch der Körper. So, wir schauen hier gleich mal weiter auf unsere Karte. Und zwar kommen wir hier zu Station Nummer 5. Jeder will einen Haustier-Dino haben. Hier sind wir mittlerweile im Labor angekommen. Also übrigens, die Karte ist wirklich nett gemacht. Ne? Hier gibt es einen Haufen zum Gucken, hier so ein Schleimbach, der entlang läuft, ins Labor runter. Also ihr findet da einiges zum Anschauen. Das ist schon nett gemacht. Jetzt werden wir hier mal das letzte Feld frei rubbeln. Und da müsste eigentlich die letzte Tüte kommen, ne? Nee. Habe ich was vergessen? Nö. Nein, hier kommt schon dieses Lichtteil. Ja, also ich habe hier kein Feld vergessen. Ja, und ich habe hier noch dieses Teil. Ich habe hier noch diesen Beutel. Der taucht hier nirgends auf, ja. Davon mal abgesehen. Also 1, 2, 3, 4, 5. 5 Felder gibt es zum Ruppeln. Kein sechstes Feld auf der Rückseite. Ist auch nichts drauf. Also dann ist es halt ja der zusätzliche Beutel oder was weiß ich. Da ist der Körper drin. Ne? So, als erstes brauchen wir natürlich dieses Teil. Das wurde hier mit einem Gummi befestigt. Kann ich so einfach rausziehen oder kann ich das Ganze hier rausdrücken oder wie kriege ich das Ding hier raus? Ich ziehe mal fester. Ah, jetzt geht's raus. Okay, also feste ziehen, dann kriegt ihr das Teil hier aus diesem Knochen raus. Ja, und so sieht das Ganze aus. Hier unten ein bisschen metallisch bemalt, auch so ein Klecks drauf. Sieht ein bisschen aus wie Alufolie. Und dann hier sieht aus wie so ein Chemie. Behälter und hier oben ist der Knopf, wo das Ganze dann brüllt. Ich drück mal drauf. Mach mal das Licht hier aus. Okay, das war's. Also, ich finde, es ist ziemlich leise. Ja, also das hätte ruhig ein bisschen lauter werden können. Hier kommt der Ton raus. Also von dem her. Und es brüllt halt wirklich lang. Und dann flackern die Lichtchen ein bisschen auf. Und das war's dann. Und es ist halt auch immer genau der gleiche Brüller. Das ist ja schon ein bisschen auch lame, oder? Das ist mindestens genauso lahmarschig wie das hier, weil die Plörre wird zwar immer roter, aber es sprudelt halt nichts. Also ja, es steht neben mir, es tut sich gar nichts. Es ist langweilig, wirklich. Es ist absolut lame. Na ja, dann würde ich doch sagen, schauen wir uns mal den letzten Beutel an. Jurassic Light Up Dino. Und ja, hier ist halt der Spinosaurus drauf und nicht der T-Rex. Davon mal abgesehen, ne? Ich reiße das hier wieder ein. Und was haben wir hier drin? Ja, hier ist nur der Körper drin vom Dino. Warum macht mir hier ein Spinosaurus drauf, wenn der T-Rex drin ist? Warum? Muss ich es verstehen? Nee, oder? Tja, wie auch immer. Hier haben wir den Körper. Hier ist auch ein grüner Schleimfleck drauf. Die Haut ebenfalls wieder schön skulpturiert gearbeitet. Das hier wird dann aufleuchten entsprechend. Sind orangefarbene Stacheln. Hier kommt der Kopf drauf. Hier die Arme, hier die Beine. Und hier das Schwänzchen, was wir dann bewegen können. Hier ist auch noch ein Schleimfleck. Hier gucken ein paar Osteoderme raus. Ja, ist ein knuffiger kleiner T-Rex, schade, dass er nicht größer ist. Hier ist wieder ein Pflaster und hier nochmal ein Schleimfleck. Also ich sag's nochmal, würde sich lohnen, das zu bemalen? Würde sich wirklich lohnen? Ja. Also, dann können wir das hier öffnen. Dann kommt hier dieses Teil rein. Die Frage ist nur, wie rum? Hier haben wir zwei Federchen. Dann denke ich mal, kommt es so rein, oder? Sehe ich das richtig oder sehe ich es falsch? Nee, so rum kommt es rein. Und hier, falls ihr das gesehen habt, Moment, ich hole es nochmal raus,
das hier ist der Auslöser. Dieses kleine schwarze Teil ist der Auslöser. Und der Schwanz wurde hier so gearbeitet, dass ihr hier, wenn man den bewegt, dann ist das hier dann quasi unser Schalter, wo dann an dieses schwarze Teil dran kommt und dann brüllt er los. So ist es gedacht. Also, dann kommt es so rum rein. Richtig rum reinsetzen. Und wenn ich jetzt hier ein bisschen drehe, ne, dann geht es los. Dann brüllt der und es leuchtet und dann leuchten hier die Rückenstacheln. Aber ganz, ja doch, doch so geht's. So sieht man es, glaube ich, oder? Ja, ich mache auch gleich das Licht wieder aus, dann seht ihr das. Ja, alles klar, okay. Okay, das sind so zwei LED-Lämpchen, die hier reinscheinen. Alles klar, dann machen wir jetzt hier den Bauch wieder drauf. Richtig rum drauf machen, so rum. So, zack, alles klar, sitzt. Dann mache ich mal die Beine dran, einfach draufklipsen, feste drücken. Ja, also das sitzt. Das Bein kann man dann auch bewegen. Dann das andere Bein auf die Seite draufklipsen. Zack, jetzt bin ich wieder an den Schwanz hinten hingekommen. Okay, kann man auch bewegen. Ohne dass es abgeht, Fragezeichen. Ja, alles klar. Und er brüllt sich hier einen ab, ne? Kann er so schon stehen? Warte mal. Ja, er kann stehen. Ja, ein Zombie-T-Rex. Fehlt alles. So, die Schwänzchen machen wir auch gleich dran. Vielleicht brüllt er dann nochmal. Das kommt, oh, seht ihr das? Da ist so ein kleiner Nupsi oben. Und hier ist auch entsprechend angeordnet. Also müssen wir das hier so draufschieben. Zack, genau. Und dann könnt ihr das hier bewegen. Immer wenn er es vormacht, hört das, ne? Alles klar. Und er brüllt sich halt des Todes. Er hört nicht auf, ne? Aber die LED-Farben finde ich gut. Gefällt mir gut. Haben sie schön gemacht. So, dann natürlich, ja, ist gut. Dann natürlich vorne der Kopf drauf, feste draufdrücken. Zack, dann ist er auch drauf. Den könnt ihr auch entsprechend bewegen. 360 Grad, selbstverständlich. Wunderbar. Also der ist auf jeden Fall nett. Jetzt wirkt er doch größer, wie ich dachte. Jetzt wirkt er doch ein bisschen größer. Nicht schlecht. Kann auch aufrechter stehen, ohne dass er kippt. Ja, oh, sehr gut. Sehr gut. Also er ist cool, aber er ist nicht so schwarz wie auf der Abbildung. Ne? Er ist halt grau. Da ist natürlich die Frage, welche Farbe hat dann der Spinosaurus? Denn der hat ja auch eine andere Abbildung. Denn hier, das ist für mich halt schwarz. Oder halt ganz dunkelgrau und nicht so hell wie ihmchen. Ja, und auf der Umverpackung, seht ihr das, kommt der auch dunkler. Kommt dunkler und der hier ist grün. Ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie euer Spinosaurus ausschaut. Ne? Den Spinosaurus hätte ich eigentlich auch sehr gerne gehabt, ne? Weil ich mag den Stil, den Cartoon-Stil, wie die Figuren hier umgesetzt sind. Ja, was fehlt noch? Ja, die Arme fehlen noch. Und da tut sich halt gar nichts mehr in der Plörre, okay? Ja, aber sie schwimmen lose rum. Die Arme schwimmen lose drin rum. Wie es ausschaut, ich werde es mal hier rausholen. Aber das war ein absoluter Fail. Das war ein lame Fail, ja? Der Vulkan selber ist nett, könnt ihr mit in eure Spiellandschaft bauen oder aufstellen, aber diese Plörre, boah, das ist, die Plörre ist, tut mir leid, ultra Daumen nach unten, tut mir leid. So, also, die Vulkanplörre war komplett für den Arsch, also das war ein absolutes Oberfail. Ich habe die Arme jetzt mal hier rausgeholt, ne, hat zwei Krallen, gehört also definitiv zu den Tyrannosauroiden, oder wie man es richtig sagt. Und das machen wir hier noch an unseren T-Rex dran. So, da muss man, glaube ich, feste drücken. Jo, ach, das geht. Es ist gut. Geht wunderbar drauf. Das Ärmchen hier drauf. Jo, alles klar. Jo, und dann ist er auch schon fertig. Dann ist er auch schon fertig. Unser T-Rex, der ist klasse. Den werde ich auf jeden Fall noch in 360 Grad drehen lassen. Ist super. Der gefällt mir gut. Ist tatsächlich doch größer geworden, als ich es mir gedacht habe. Wenn ihr den Schwanz bewegt, dann brüllt der und die Stacheln hier auf dem Rücken leuchten. Das ist klasse. Wisst ihr was? Ich mache jetzt mal das Licht aus. Dann schauen wir uns das mal im Dunkeln an.
Und ich bewege sein Schwänzchen. So, so sieht es aus. Schöner Farbwechsel. Es ist zu leise, tut mir leid. Und die Brüller sind auch langweilig. Ne? Weil sie immer die gleiche sind. Ja. Okay, also auch das ist eher lame. Das ist, also die Lautstärke, mal gucken, wie lange es noch nachbrennt. Afterglow. Hier bleibt jetzt bei Rot und Aurora. Jetzt ist es aus. Alles klar. Also, das leuchtet schon ein bisschen, ist in Ordnung. Das ist auch die einzige Stelle, wo es leuchtet. Also er leuchtet nicht aus dem Maul raus oder so. Das könnt ihr vergessen. Augen leuchten auch nicht, sondern nur die Rückenstacheln. Er ist nett. Ihr könnt, wie schon gesagt, die Arme hier ein bisschen bewegen. Ihr könnt die Beine bewegen, könnt ihn in unterschiedliche Posen stellen. Ihr könnt ihn auch ganz nach vorne oder ein bisschen weiter nach vorne machen. Ich, wie schon gesagt, wenn ich ihn 360 Grad drehen lasse, dann könnt ihr euch das anschauen. Ich mache so ein, zwei Posen. Ja, Maul kann ich leider nicht bewegen. Aber er ist nett, so wie er jetzt hier steht. Aufrecht komme ich hier auf eine Höhe von 14,5. Ja, komm, sagen wir mal 15 Zentimeter. Und eine Länge, ganz grob, ich messe ja auch ein bisschen schräg, von 17 cm. Okay, also das ist nett. Dann könnt ihr hier noch diesen Vulkan irgendwie daneben stellen. Und wir haben ja auch noch dieses Teil, wo wir dann die Eier wieder zusammenbauen können. Ich hole es hier auch mal schnell raus, denn das können wir auch hier mit in die Szene dazustellen. Hier haben wir so einen gelb-grün Verlauf. Ist auch nett gemacht mit einigen Details. Ihr seht ein ganzes Skelett auf der Seite und diverse andere Geschichten, Blätter, Fossilien aus der Urzeit und noch Eichen, die hier rausgucken. Das ist goldig gemacht. Ammonit und Steinchen etc. Also das könnt ihr hier auch noch mit dazustellen. Dann habt ihr hier schon eine kleine Dino-Landschaft. Und wir haben ja dann auch noch die Eier, die grünen Eier. Und da schauen wir mal auch, welche Figuren wir hier noch drin finden. Sollen wir es gleich machen? Ja, komm, wir machen es gleich. Ne? So, dann stelle ich den mal auf die Seite. Das hier auch. So, alle nochmal extra eingepackt. Das finde ich ja schon... Junge, das ist schon der Hammer, das muss man schon sagen, ja. Also ihr wisst, die Eier, ihr könnt sie entweder so zerquetschen oder einfach auf den Tisch ballern. Ja, komm, ich packe die anderen auch noch schnell aus. Dann geht es hier ruckzuck vonstatten. So, noch mehr Plastikmüll, den wir hier kriegen. Also das ist Suro wirklich, das finde ich nicht so gut. Jeder Hersteller guckt gerade, dass er so Sachen ein bisschen einsparen kann, ja. Also solltet ihr euch vielleicht auch was überlegen, vielleicht, was weiß ich, Papieretiketten oder sowas. Ne? Ja, dann komm, vier Eier haben wir hier mit dabei, die ihr natürlich dann auch entsprechend zum T-Rex zustellen könnt. Und mit diesem Teil könnt ihr dann die Eier wieder leicht zusammenbauen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber jetzt schauen wir uns mal die Figürchen an, was wir hier drin haben. So, und Smash, es kippt uns auseinander. Was ist das denn? Ah, okay, hier ist ein Moskito. Moskito, könnt ihr hier auf den Bleistift draufstecken, ne? Und dann habt ihr hier so einen Schleimmoskito. Ja, sehr geil, sehr schön, ne? Und es ist auch ein bisschen 3D, ist also ganz leicht erhaben. Gefällt mir gut, wen es interessiert. Diese Versteinerung hat hier eine Größe von 3 cm an der breitesten Stelle, ne? Das ist nett. So, das war Ei Nummer 1. Übrigens, die Eierschalen kann man wunderbar hier reintun. Sehr gut. Dann kommen wir hier zu Ei Nummer 2 und Smash. Was haben wir hier drin? Hier haben wir, ja, was ist das? Ein Bär, ne? Warte mal, hier haben wir doch die Liste. Wie heißt er denn? Sizzlebär. Das ist Sizzlebär. Und das war Hotskito. Hotskito und Skizzlebär. Klasse. Könnt ihr auch an Bleistift dran machen. Und guck mal, sogar die Pfoten von unten haben sie skulpturiert. Ja, wie geil ist das denn, bitteschön? Ist ja Hammer. Und mehrere Farben. Ja, hier Eldrador Creatures lassen grüßen. Grüne Kristalle auf dem Buckel. Dann hier auch noch verschiedene Farben. Hier eine Wunde, hier ein Fleck. Und dann auch noch blau am Maul. Blauer Schleim. Also Holdrio, die Waldfee. Die Figuren sind klasse, Mann. Sind ganz weiches Gummi, selbstverständlich. Die sind bombig und man kann hier auch echt eine tolle Figur erkennen.
Also, wow, die Serie ist klasse geworden. Wirklich, gefällt mir richtig, richtig gut. Kleiner, schleimiger Bär aus Eldrator, oder? Könnte man meinen. Also, nicht schlecht, nicht schlecht. Bin ich sehr positiv überrascht, ne? So, komm. Die Eier tun wir auch hier rein. Das ist sehr praktisch. Dann das nächste Ei. Und Smash, was haben wir hier drin? Hier haben wir ebenfalls noch einen kleinen. Jo, das ist unser kleiner T-Rex. Hier, in Mini. Schaut es euch an. Das Maul genauso weit geöffnet. Schwänze haben sie braun gemacht. Hier lila und pinke Flecken. Das ist ja der Knaller. Beziehungsweise Rückenstacheln sind hier lila und der Fleck ist pink. Sehr schön. Kann der stehen? Der steht sogar. Meine Güte, wie heißt er denn? Das ist der Lavasaur. Nicht Dinosaur, sondern Lavasaur. Also super cool. Guckt euch mal die Details an. Du kannst die Zähne sehen. Du kannst hier vieles auf seinem Körper sehen. Die Krallen kannst du unten noch angucken. Zwei Krallen hier vorne an den Händen jeweils. Und hier, ja, toll. Also ich bin immer wieder überrascht. Alles gut. Alles gut, außer dieser Vulkanflöre, die war halt gar nichts, ne? So, dann noch das letzte Ei und Smash, was haben wir hier drin? Wir haben hier, das ist eine Ratte, oder? Wie heißt denn das wie? Roasted Red. Ist ja der Knaller. Guckt euch die Zähne an und die Riesenaugen. Burner. Auch hier grüner Schleim, dann hier irgendwas Grünes zwischen den Händen. Hier in der Mausefalle drin oder sowas. Hat es in der Urzeit auch schon gegeben. Yeses. Aber sind ja alle aus dem Labor, ne? War es nicht so? Klasse. Hier ist auch noch ein roter Schimmelfleck drauf oder eine Wunde oder sowas. Man kann hier das Fell ein bisschen erkennen. Klasse, klasse. Das könnt ihr nicht auf den Bleistift draufstecken. Okay? Ja, also es gibt tatsächlich Sachen, die ihr auf den Bleistift stecken könnt oder Aufstellfiguren, wie zum Beispiel der T-Rex und die Ratte hier. Und dann halt die Geschichten. Ne? Also super, super. Ich bin hier wirklich ja, sehr positiv überrascht. Dann tue ich die Sachen hier auch noch rein. Das geht hier auch alles rein. Super. Und wie schon gesagt, wenn ihr die Sachen wieder zusammen machen wollt, dann könnt ihr das hier dazu benutzen. Ja, dann ansonsten hier unser T-Rex. Hier, kleiner Vulkan. Die Eierzusammenbaustation. Dann hier noch unsere vier Mini-Viecher mit am Start. Der Mini-T-Rex. Die Mini-Ausgabe vom Großen. So, dann hier auch noch die Glow-in-the-Dark-Stickers. Nicht vergessen, die Checkliste, Zusammenbauanleitung mit dabei. Die Schatzkarte, wo eine Überraschung gefehlt hat. Und halt Slime und dieses andere Gedöns, ne? Was mir hier eigentlich am besten gefallen hat, ne? Könnt ihr auch noch irgendwie mit dazulegen oder was weiß ich. Ja, ist auf jeden Fall nett, was ihr alles in dem Ei hier findet. Wenn ihr da Spaß mit habt, könnt ihr überhaupt gar nichts falsch machen. Ich werde den guten Rexi hier jetzt noch ganz schnell in 360 Grad drehen lassen. Könnt ihr euch nochmal in aller Ruhe anschauen. Ja, dann habe ich hierzu alles gesagt. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen, für euer Interesse. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen, euer Ruppi. Yay. Yeah.